Liebe Gäste, ich möchte meinen Vortrag in fünf Teile teilen. Er heißt, die Klimablindheit der Wirtschaftswissenschaften überwinden. Warum die Ökonomik eine nachhaltigkeitsorientierte Projekterneuerung braucht und wie diese aussehen könnte. Das geht natürlich nur in Konturen, wie Sie sich vorstellen können. Aber ich will mein Bestes geben, um die 3-4 Stunden dazu zu nutzen, um die Konturen erkennbar werden zu lassen. 5 Teile. Der erste Teil werde ich einen ganz kurzen Durchlauf durch die wissenschaftlichen Grundlagen der Klimapolitik machen. Das ist sozusagen, referiere ich etwas, was andere erforscht haben über die Zeitachse. Im zweiten Teil, das ist dann eigene Forschung, möchte ich Sie führen durch die Landschaft der Klimapolitik oder genau gesagt die Topografie der klimapolitischen Konfliktlandschaft. Im dritten Teil will ich mich dann der spezifischen Frage zuwenden, welche Voreinstellungen, Grundannahmen oder theoretischen Postulate oder Konstrukte in der vorherrschenden Mainstream-Ökonomik erschweren den adäquaten Umgang mit Klimafragen oder mit Nachhaltigkeitsfragen oder machen ihn gar unmöglich. Im vierten und vorletzten Teil möchte ich das Design meines eigenen Forschungsansatzes kurz präsentieren, die Ökonomie der Nachhaltigkeit, die wesentlich facettenreicher ist als das, was uns heute an dürrer Kost geboten wird. Und im fünften und letzten Teil, wenn die Zeit dafür noch reicht, möchte ich darüber sprechen, wie man Nachhaltigkeitsinnovationen jetzt im weitesten Sinne, seien sie technischer Natur, seien sie sozialer, kultureller Natur oder seien es Lebensstilinnovationen, aus der Nische in den Hauptstrom der Gesellschaft überführen kann, welche Rolle wir alle dabei haben, welche Rolle soziale Praxis hat, aber natürlich auch, welche Rolle Politik dabei spielt, die Möglichkeit zu eröffnen, nachhaltig leben und wirtschaften zu können. Das ist die Grundstruktur meines Beitrages und ich möchte damit beginnen. Ich hoffe, das klappt jetzt auf die Linke. Ja, perfekt. Wie gesagt, das ist jetzt nur ein kurzes Referieren dessen, was geschehen ist. Das ist sozusagen die Entwicklung der globalen CO2-Emissionen während der letzten gut 100 Jahre. Vielleicht als kleinen naturwissenschaftlichen Vorlauf. Diese wunderbare Atmosphäre, die diesen schönen blauen Planeten umgibt, die besteht zu 78% aus Stickstoff und zu ungefähr 21% aus Sauerstoff. Und das verbleibende 1%, das setzt sich zusammen aus sogenannten Spurengasen. Ja, und diese Spurengase sind wie ein Klimaregler. Sie haben großen Einfluss darauf, wie die globale Durchschnittstemperatur ist. Das ist das Kohlendioxid, das ist Methan, das ist das Lachgas, das ist der Wasserdampf und andere. Diese Spurengase, diese kleine Mini-Fraktion, die wird durch die Verbrennung fossiler Energieträger ganz massiv beeinflusst. Also die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas, aber auch durch die Industrialisierung, durch Landnutzungsformen und vieles andere mehr. Was wir hier sehen auf diesem Bild, ist die Entwicklung der globalen Kohlenstoffemissionen zwischen 1900 und 2014. Und Sie sehen, es gibt einen deutlichen Anstieg. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit an dieser Stelle nur auf einen Zeitpunkt oder Zeitraum richten. Das sind die 1950er Jahre. Die Umwelthistoriker, also namentlich vor allem der Schweizer Umwelthistoriker Pfister, sprechen vom sogenannten 1950er-Syndrom. In den 1950er Jahren hat es einen Quantensprung im Energieverbrauchsniveau gegeben. Da sind die Emissionen nämlich von 6 Milliarden Tonnen 1950, das sind die Kohlenstoff und nicht Kohlendioxid, auf 6 Milliarden Tonnen Kohlendioxid auf 12 Milliarden Tonnen gestiegen. Also eine Verdopplung in etwas mehr als einer Dekade. Das hatte damit zu tun, dass in den 50er Jahren sozusagen das Leitbild der Konsumgesellschaft sich durchgesetzt hat, gerade auch in Europa, in Nordamerika, und dass immer mehr Staaten weltweit nach diesem ressourcen- und energie- und kohlenstoffintensiven Lebensstil gestrebt haben. Und von den 50er Jahren an gibt es einen deutlichen Anstieg der Emissionen, also dessen, was wir ausstoßen und in die Atmosphäre entlassen. Das ist ein wichtiger Punkt. Der Unterschied zu den Emissionen sind die Konzentrationen, also das, was an Kohlendioxid und Methan, Lachgas etc. in der Atmosphäre verbleibt. Denn vielleicht wissen Sie, dass es sogenannte Senken gibt. Das sind vor allen Dingen die Böden, die Pflanzen, aber auch die ozeanische Deckschicht. Die können eine bestimmte Menge an Kohlendioxid können sie einbinden. Alles, was darüber hinausgeht, verbleibt in der Atmosphäre.
und führt zu einem Anstieg der Konzentration. Was wir hier sehen, sind reale Messergebnisse seit 1960. Es war 1958 ein sehr junger Wissenschaftler, David Keeling, hat auf dem Mauna Loa auf Hawaii eine Messreihe gestartet. Deshalb, weil da der menschliche unmittelbare Einfluss sehr gering war und auch der Einfluss der Vegetation auf dem Vulkan, können Sie sich vorstellen, sehr gering war. Und diese Messreihe ist seitdem kontinuierlich fortgesetzt worden. Das ist die sogenannte Keeling-Kurve. Und Sie sehen, dass zwischen 1960, da lag das ungefähr bei 320 ppm und heute 410 ppm, ein enormer Anstieg der atmosphärischen CO2-Konzentration stattgefunden hat. Nun könnte man fragen, wie war das eigentlich historisch? Und da werden Sie auch da wieder das sogenannte 1950er-Syndrom feststellen. Sie werden sehen, dass bis in die 50er Jahre hinein die CO2-Konzentration, die bis zu dem Zeitpunkt gemessen wurde, durch Eiskernbohrungen übrigens, also quasi durch die Rekonstruktion der CO2-Werte, dass die relativ moderat gestiegen ist, aber mit der Durchsetzung des globalen Konsummodells, die Global Consumer Class, davon wird auch gerne gesprochen, ist es zu einem explosionsartigen Anstieg der CO2-Emissionen gekommen. Das heißt also, die 50er Jahre sind so eine Art Wendepunkt. Also man spricht von dem größten geophysikalischen Experiment der Menschheitsgeschichte, so hat es James Hansen genannt, das es jemals gegeben hat. Lustigerweise hat es in Deutschland 1957 einen Wahlkampf gegeben, angeführt von Konrad Adenauer, der damals mit dem Slogan geführt wurde, keine Experimente, keine Experimente. Die Wahrheit war aber, dass wir in den 50er Jahren mit dem größten geophysikalischen Experiment aller Zeiten begonnen haben. Also auch das nochmal als wichtiger Punkt, dass also die Durchsetzung eines bestimmten Wirtschafts-, Gesellschafts- und Konsummodells unmittelbar korreliert mit dem Ausstoß an CO2, weil es eben ein sehr ressourcenintensiver, sehr CO2-intensiver, sehr energieintensiver Prozess war. So, und das korreliert wiederum mit der Entwicklung der Temperaturen. In diesem Zeitfenster sind die Temperaturen seit 1880, wie gesagt, teilweise aus Rekonstruktion durch Eiskernbohrungen, teilweise durch Messungen auf dem Mauna Loa, um 1 Grad Celsius gestiegen. Und Sie werden vielleicht wissen, dass das Pariser Klimaabkommen als aufmerksame Zeitungsleserinnen und Zeitungsleser vorsieht, dass der Anstieg der Erdtemperatur auf unter 2 Grad begrenzt werden soll, besser 1,5 Grad Celsius, so heißt es. Das heißt, wir haben schon 1 Grad erreicht und wir dürften maximal noch ein halbes Grad die Temperatur erhöhen. Und allein daraus erkennen Sie, wie klein das Kohlendioxidbudget, was uns überhaupt noch zur Verfügung steht, mittlerweile ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. In Artikel 2 der Klimarahmenkonvention heißt es, Ziel dieser Konvention ist es, gefährliche, menschgemachte Eingriffe in das Klimasystem zu verhindern. Das ist eine sehr weitgehende Formulierung. Und außerdem heißt es in der Konvention noch, wir haben eine gemeinsame, aber unterschiedliche Verantwortung. Common but differentiated responsibility. Und das heißt, die Industrieländer, die historisch für den Löwenanteil des Problems verantwortlich sind, haben eine besondere Aufgabe. Und das letzte Bild, was ich Ihnen zeigen möchte, hier in dem ich referiere, das was andere erforscht haben, ist der aktuelle Stand. Wo stehen wir eigentlich? Wir müssten, wenn wir das Klimaziel erreichen wollen von Paris, selbst in seiner moderaten Variante, nämlich die Begrenzung auf das 2-Grad-Ziel, mit den Emissionen in rasender Geschwindigkeit runter. Wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, müssen wir sogar bis 2050 weitgehend kohlenstoffneutral werden. Was Sie hier aber in der Mitte sehen, ist das, wenn alle Verpflichtungen, die alle Staaten dieser Welt unter dem Pariser Klimaabkommen bis heute abgegeben haben, erfüllt würden, konjunktiv, dann würden wir dennoch zu einem wahrscheinlich desaströsen Anstieg der Temperaturen um 3,5 Grad Celsius kommen. Wenn wir sogar, das ist die obere rote Linie, im sogenannten Business-as-usual-Modus bleiben, also im Wesentlichen so fortfahren wie bislang, dann wird sich die Erde sogar um 4 bis 5 Grad Celsius erhitzen, mit vollkommen unabsehbaren Konsequenzen. Man muss es wirklich so sagen, der Kollege Schellenhuber vom PIC, vom Potsdam-Institut für Klimawirkungsforschung, spricht dann in dem Fall von Selbstverbrennung. Das ist unvorstellbar. Das ist das Gap, die Lücke, vor der wir stehen. Das Notwendige
man müsste sogar sagen, dass mindestens notwendig die blaue Linie und das rote das Fortfahren des Business as usual Falls. Das wird vielleicht nicht so schlimm kommen, weil die Menschheit hoffentlich einsichtsfähig ist, aber das ist die Klimaschutzlücke. Deswegen will ich den ersten Teil mit der folgenden These abschließen, die ist banal und auch jeden Tag in der Zeitung nachzulesen, dennoch muss man sie sich nochmal vor Augen führen. Die Klimawissenschaft ist eindeutig, der Klimawandel ist real, der Klimawandel erfordert politisches, gesellschaftliches und ökonomisches Handeln. Das ist meine erste These. Nun komme ich zum zweiten Teil, der auf meinen eigenen Arbeiten fußt. Was ich 1996 an meiner Doktorarbeit über Klimapolitik, die war übrigens im Fach bei Wirtschaftswissenschaften, ich bin also auch promovierter Volkswirt tatsächlich, das war möglich, war es nutzig, damals in Kassel, gemacht habe, ist, ich habe versucht, die Klimapolitik zu systematisieren. Also, wie kann man mit den Herausforderungen, die ich gerade im ersten Teil beschrieben habe, umgehen? Es gibt zwei Varianten, die wir von vornherein ausschließen wollen, obwohl sie gesellschaftlich relevant sind, wie wir alle wissen. Einmal das, die bloße Leugnung des Phänomens, ja, die von Populisten gerne praktiziert wird oder auch von einem amtierenden amerikanischen Präsidenten, die entweder so lautet, es gibt keinen menschlichen Einfluss auf das Klima, oder so lautet, ja, es mag ja einen geben, aber verglichen mit den großen Prozessen ist das doch Pritzelkram, kleines Zeug. Das ist die Leugnungshypothese, die wollen wir hier ausschließen. Und auch die Hypothese, ich nenne die mal gerne Planetenflucht, also die Science-Fiction-Variante, nach dem Motto, wir können eh nichts mehr machen, wir sollten im All danach suchen, dass es Alternativen gibt, das wollen wir auch ausschließen, weil es letztlich Fantasterei oder Hybris ist. Wenden wir uns also denjenigen Optionen zu, die die Menschheit real hat. Und ich bin damals schon zu dem Ergebnis gekommen, dass es im Grunde genommen zwei Typen von Klimapolitik gibt, nämlich einmal die vorsorgende Klimapolitik und zum anderen die reagierende oder reaktive Klimapolitik. Wobei ich bei der vorsorgenden Klimapolitik unterschieden habe zwischen Mitigation, also wir würden sagen, ich komme gleich zu den Details, Emissionsvermeidung, Begrenzung, Reduzierung und Absorptionsstrategien. Damit ist gemeint, also der Schutz der Senken und der Schutz der, der Ausbau der Senken und der Schutz der Speicher, also der Wälder, der Böden, der Moore, der Meere. Ja, das ist sozusagen die präventive, vorsorgende Klimapolitik, die man natürlich die vorzugswürdige Variante ist, wenn man im Sinne von Risikominimierung agiert. Dann gibt es auch die reaktive Klimapolitik. Das ist zum einen die Adaption, dazu komme ich gleich, also die Anpassung an ein sich veränderndes Klima oder die Intervention, das habe ich damals noch ins Reich der Hybris verwiesen und gesagt, das geht. Es ist undenkbar, mittlerweile wird es ernsthaft diskutiert, nämlich das aktive Eingreifen in das Klimasystem. Ja? Und zwar die Vorstellung, man könnte das gezielt tun. Und ich habe das weiterentwickelt jetzt in den letzten Jahren. Ich will Sie jetzt nicht mit allen Details bombardieren, aber das ist sozusagen das Portfolio, so würde ich es mal nennen, das die Staatenwelt oder auch Staaten als Einzelne zur Verfügung haben, um mit dem Klimaproblem umzugehen. Zu der Mitigation habe ich schon einiges gedacht. Das ist im Prinzip die ganze Agenda der sozial-ökologischen Transformation, über die ich gleich sprechen werde. Aber nicht in ihrer reduktionistischen Variante, it's all about technology, sondern in ihrer umfassenden Variante. Also auch die Dimension des sozialen Wandels, des Kulturwandels, des Lebensstilwandels umfassend. Aber eben auch der Technologie, ganz wichtig. Das ist die absolut vorzugswürdige Variante. Und in meiner Doktorarbeit damals habe ich im Prinzip versucht, die ganze Aufmerksamkeit auf diesen Strang zu lenken. Die Absorptionsstrategie, also der Schutz der Speicher, der Wälder, der Böden, der Moore, des Meeres und der Auf- und Ausbau der sogenannten Senken, also derjenigen Kapazitäten, die CO2 einbinden können, vor allen Dingen durch Aufforstung, durch Humusaufbau, durch Wiedervernässung von Mooren und so weiter. Das war schon eine zweitbeste Option, weil man sagte, ja, das ist wichtig aus Naturschutzgründen, aber klimapolitisch geht es doch eigentlich nur um die Vermeidung, also um die Mitigation. Und die Adaption machte man damals, das war Mitte der 90er Jahre, als aufrechter Klimaschützer einen Bogen, weil man sagte, wenn ich schon anfange, mir Gedanken darüber zu machen, wie die Menschheit sich an ein sich veränderndes Klima anpassen kann, dann habe ich mich ja eigentlich schon damit abgefunden, dass es zum Klimawandel kommt. Das war eine Sichtweise, die man Mitte der 90er Jahre noch haben konnte. Mittlerweile kann man sie nicht mehr haben. Und vor allen Dingen ist es eine Position, die vor allen Dingen in den internationalen Verhandlungen
von den Entwicklungsländern eingebracht wurde, von denjenigen, die besonders vulnerabel sind, die besonders anfällig sind gegenüber dem Klimawandel. Wir haben es geschafft, das auf die internationale Tagesordnung zu drücken, mit dem Argument, uns droht die physische Vernichtung. Unsere Ökonomie zum Beispiel hängt zu 60-80% von unmittelbar naturgebundenen Wirtschaftsaktivitäten ab, wie der Forstwirtschaft, der Landwirtschaft, dem Tourismus und so weiter. Deswegen sind wir auch in besonderer Weise betroffen und deswegen wollen wir das auch im internationalen Vertragswerk haben. Und mittlerweile ist es Standard, überall wird über Klimaanpassungsmaßnahmen geredet. Wobei man hier nochmal unterscheiden kann, systematisch zwischen spontaner Aktion und nach dem Motto Wait and See, schauen wir mal, was kommt, und vorausschauender Aktion. Also beispielsweise, als ich Deichsenator in Bremen war, mussten wir natürlich antizipieren, wie steigt wohl der Meeresspiegel, und der Generalplan Küstenschutz, den wir zusammen mit Niedersachsen aufgelegt haben, ging natürlich davon aus, dass der Klimawandel eine gewisse Rolle spielen wird, aber kontrollierbar bleibt. Das heißt, es war schon eine Form von geplanter Adaption, sei es jetzt beim Küstenschutz, sei es beim Wassermanagement, wenn die Gletscher anders tauen, als das bislang der Fall war, bei der Siedlungsplanung, welche Gebiete darf man oder sollte man besser nicht mehr besiedeln, bis in die land- und forstwirtschaftliche Praxis hinein, welche Sorten im Bereich der Land- und Forstwirtschaft, die wärmetoleranter sind, kann man entwickeln. Das war übrigens auch ein breites Einfall für die Gentechnik, wie Sie sich vorstellen können. Und der ganze Themenkreis Infrastruktur, Umbau. So, und das Thema Intervention, das war damals, wie gesagt, ich habe es immer ins Reich der Hybris verwiesen, aber das geht auf gar keinen Fall. Mittlerweile wird darüber gesprochen. Also ich habe hier mal ein paar Beispiele aufgeführt. Also Ozeandüngung, dass man beispielsweise den Ozean mit Eisensulfat düngt, damit seine Fähigkeit, CO2 zu absorbieren, das Phytoplankton, gestärkt wird. Oder die Injektion von Partikeln, Schwefelpartikeln oder anderen Partikeln in die Oberatmosphäre, um die Albedo zu ändern. Oder die Wolkenbildung zu stimulieren. Oder dieses unten CCS heißt Carbon Capture and Storage, also Kohlenstoff abfangen und einlagern in den tiefen Ozeanschichten oder in tiefen geologischen Formationen. Das sind alles Sachen, die heute diskutiert werden. Das ist das Grundmodell und es ist vollkommen klar, während meiner aktiven Zeit, und ich denke intuitiv werden die meisten Menschen dem folgen, ist der Strang Mitigation der präferierte und der ist auch der wichtigste, weil es ein gewaltiger Unterschied ist, ob man sich an eine Welt anpassen muss, die um 1,5 Grad Celsius wärmer ist oder an eine Welt, die 3 oder 4 oder 5 Grad wärmer ist. Das ist dann wahrscheinlich nicht mehr zu steuern. Also insofern bleibt es das zentrale und präferierte Instrument, aber die beiden anderen, die Absorptionsstrategie, vor allen Dingen der Waldschutz, der Meeresschutz, der Moorschutz und so weiter, sind von gleicher Bedeutung mittlerweile. Und die Adaption gehört ins Pflichtenheft jedweder Klimaschutzpolitik, sei es auf lokaler, regionaler, nationaler oder globaler Ebene. Allerdings bleibe ich einstweilen und glaube auch mit guten Argumenten bei meinem Petitum, dass die Interventionsstrategien Hybris sind, unangemessen sind und vor allen Dingen von einem mechanistischen Naturverständnis getrieben sind, das glaubt, man könne gezielt in komplexe Systeme eingreifen und die gewünschten Wirkungen auch genau bekommen. So, jetzt will ich langsam die Brücke schlagen zum Thema des Abends, die Ökonomie. Wie geht die Ökonomie damit um, als Wissenschaft oder auch durchaus in der Alltagspraxis? Sie wendet im Prinzip ein Instrument an, das viele kennen, die sogenannte Kosten-Nutzen-Analyse. Ja, man guckt, was kostet Klimaschutz und was bringt er mir? Man könnte es vielleicht so zusammenfassen, was die Kosten-Nutzen-Analyse betrifft. Es ist ein Instrument, um bestimmen, ob der Nutzen einer Maßnahme ihre Kosten übersteigt. Ist der Nutzen der Maßnahme positiv? Ist die Investition aus einer wohlfahrtstheoretischen Perspektive also positiv, dann ist sie vorzugswürdig. Wenn nicht, sollte sie besser unterlassen werden. Nun tragen die Wirkungen einer Investition weit in die Zukunft, dann werden die Kosten und die Nutzenströme abgezinst, um den Gegenwartswert eines Investitionsprojektes zu ermitteln. Sie werden, wie das die Ökonomen nennen, diskontiert. Ja? Und die Messung findet natürlich in Geld Einheiten statt. Wie sollte es auch anders sein? Das ist natürlich problematisch bei Gütern, die am Markt gar nicht gehandelt werden, wie
die Umwelt im weitesten Sinne und ist es vor allen Dingen beim qualitativen Nutzen auch sehr, sehr schwierig. Das heißt, die Ökonomen, das wäre jetzt meine Quintessenz, die Ökonomen neigen dazu, in einem weit überlegenen Ausmaß die Kosten des Klimaschutzes zu überschätzen, zu sagen, das ist sehr, sehr teuer, wir müssen aufpassen, sehr, sehr teuer, und den Nutzen von Klimaschutz zur Verhinderung der Erderwärmung oder zur Reduzierung der Erderwärmung zu unterschätzen. Das wunderbarste Beispiel, was ich dazu gefunden habe, ist ein Zitat von Bill Nordhaus, der vor wenigen Jahren den Ökonomie-Nobelpreis bekommen hat und in Economist einen wunderbaren Artikel geschrieben hat, der hieß Count Before You Leap. Also denk nach, bevor du was machst. Und in diesem Artikel sagt Bill Nordhaus, das war 1990, tatsächlich den sagenumwobenen Satz, okay, wenn es Klimawandel gibt, es mag ja sein, dass der Skisport leidet, aber vielleicht profitiert der Wasserski. Ja? Also es ist wirklich, Skiing may suffer, but water skiing may gain. Das ist sozusagen die klassische Ökonomenperspektive. Ich fasse es nochmal zusammen, während die kurzfristigen Kosten des Klimaschutzes sich meist eindeutig errechnen und zuordnen lassen, da wird viel Energie drauf verwandt, sind die langfristigen Kosten des menschgemachten Klimawandels wegen der Schwierigkeit der Kalkulation bzw. unterlassen der Klimaschutz oft nicht exakt bestimmbar, ist das eine. Und weil sie in der Zukunft liegen, sie ragen schon in die Gegenwart hinein, aber überwiegend werden sie in der Zukunft liegen, und weil sie global anfallen. Und welche theoretischen Konstrukte dazu führen, dass diese Zurückhaltung bei den meisten Ökonomen dann da ist, das werde ich gleich ausführen. Also in der Konsequenz plädiert das Gros der Ökonomen dafür, piano, langsam, beim Klimaschutz, Klimapolitik langsam vorgehen, um sogenannte Stranded Investments zu vermeiden. Also Investitionen, die bereits getätigt worden sind und die in der Amortisationsphase sind, seien es jetzt Kraftwerke oder andere Infrastrukturen, die sollen erstmal bis zum Ende genutzt werden und dann, wenn sie ans Ende ihrer natürlichen Nutzungsdauer gekommen sind, dann kann man darüber nachdenken, ob man sie entsprechend ersetzt. Und dieses Plädoyer für ein sehr langsames Vorgehen kollidiert natürlich aufs Schärfste mit den Erfordernissen dessen, was wir im ersten Teil gesehen haben, nämlich dass wir schnell viel verändern müssen. So, und diese Tendenz, und ich habe sie mal lapidar zum Herunterreden des Klimaproblems durch die meisten Ökonomen, man muss auch vorsichtig sein, man darf nicht alle über einen Kamm scheren, ich rede nur von den meisten, hat Ursachen. Und diese theoretischen Ursachen, die möchte ich jetzt im dritten Teil behandeln und erhebe da auch nicht etwa den Anspruch auf Vollständigkeit, aber ich denke doch, das sind sehr wichtige Festlegungen. Wir haben schon oft darüber diskutiert, Stefan Panther und ich morgens oft beim Frühstück. Ganz gut, ob ich von dir gelernt habe. Ich gehe mal diese theoretischen Konstrukte durch, von denen ich glaube, dass sie in besonderer Weise dafür verantwortlich sind, dass die Mainstream-Ökonomik das Problem des Klimawandels oder der mangelnden Nachhaltigkeit nicht adäquat in den Blick bekommt. Zunächst mal, die Expertinnen und Experten unter uns wissen natürlich sofort, wer gemeint ist, geht vor allem um Hayek, der Markt als spontane, quasi natürliche Ordnung, die in ihrer Entfaltung möglichst nicht gestört werden darf. Da ist natürlich eine gewisse, wie soll ich sagen, ist das Sexappeal fast drin, also schönes, theoretisches, kohärentes Modell. Das heißt, der Markt als spontane Ordnung schafft es, die Intelligenz der vielen so zu nutzen, dass was Gutes dabei rauskommt und dass das auf jeden Fall effektiver ist als jedwede Form, so heißt es, von politisch gesteuerter Wirtschaft, erst recht der Planwirtschaft. Und diese effiziente Informationserarbeitung, die ist jedweder Form von politischer Planung weit überlegen. Und das knüpft natürlich unmittelbar an die unsichtbare Hand von Adam Smith, obwohl das ja auch ein großer Mythos ist. Das darf ich als Träger des Adam Smith-Preises vielleicht sagen, dass Adam Smith ein Ignorant war, ganz im Gegenteil. Er war Moralphilosoph und Theologe. Er hatte schon klare Vorstellungen über gesellschaftliche Werte, aber er hat durchaus die Figur verfolgt, die Hayek und andere auf die Spitze getrieben haben. Wenn jeder an seinen eigenen Vorteil denkt, dann wird auch im Ergebnis für die Gesellschaft das Beste dabei herauskommen.
Das ist also quasi ein erstes Postulat, das in Kombination mit den nächsten Postulaten zu dieser Unterschätzung des Klimaproblems führt, nämlich der Staat, ich nenne das hier der Staat als Störer. Der Staat als Störer der quasi natürlichen Ordnung und seine Begrenzung auf das unbedingt Notwendige. Ja? Und wenn Sie natürlich jetzt Klimapolitik implementieren wollen, dann müssen Sie das natürlich durch staatliche oder besser überstaatliche, also supranationale, internationale Regeln politisch setzen. Und das ist natürlich eine klare Kollision, wenn der Staat oder gar die Staatengemeinschaft als Störer gesehen wird, dann gilt das natürlich auch für die Klimapolitik, wenn man nämlich sagt, wir müssen das und das machen, innerhalb der und der Zeit, die und die Ziele erreichen. Das Dritte, was eigentlich das Gleiche ist, aber nochmal in der Sprache anders konnotiert ist, der Staat, die Politik und die Gesellschaft als Marktverzerrer. Die Sprache alleine, quasi das politische Wollen, das politische Herantragen von bestimmten Forderungen an die Ökonomie wird stets mit der Gefahr der Marktverzerrung in Verbindung gebracht. Und unsere geschätzte Bundeskanzlerin hat ja vor einigen Jahren, ich weiß nicht, ob es heute noch so sieht, ich glaube 2009 war es, mal davon gesprochen, wir bräuchten eine marktkonforme Demokratie. Also normalerweise, wenn man ein bisschen nachdenkt, würde man ja sagen, es ist eigentlich eher so, dass man eine demokratiekonforme Marktwirtschaft braucht und keine marktkonforme Demokratie. Aber da sehen Sie schon, wie das gesamte, Neudeutsch spricht man ja von Framing, also die Rahmung aussieht. Und das korrespondiert natürlich aufs Höchste mit dem letzten Punkt, der bei Hayek auch ausgeführt wird, der ein großes Vertrauen hat in die Intelligenz der vielen, die Zurückweisung der Anmaßung des Wissens von Politik und Gesellschaft gestalten. Also sozusagen der Ökonomie bestimmte Dinge vorgeben zu wollen, im Sinne von, du musst kohlenstofffrei wirtschaften, ist eine Anmaßung des Wissens von sogenannten Sozialingenieuren, was bei Hayek früher oder später auf die Straße zur Knechtschaft, auf den Weg zur Knechtschaft führt. Ja, das ist also eine Figur, die ich sehe, die in ganz besonderer Weise es der Mainstream-Ökonomik erschwert, das Problem realistisch in den Blick zu nehmen. Ich fahre fort und komme zu dem zweiten Thema, von dem ich glaube, dass es auch zur Erschwerung der realistischen Problemwahrnehmung beiträgt, nämlich die Ökonomik in ihrem Hauptsprung. Man muss natürlich immer präziser sein, eigentlich müsste man jetzt die einzelnen Ökonomiken diskutieren, dafür fehlt aber hier die Zeit, deswegen vereinfache ich, hoffe aber in der Tendenz richtig zu bleiben, neigt dazu, von einer Staat-Markt-Dichotomie auszugehen. Hier ist der Markt, da ist der Staat. Und mein Vorwurf ist, dass dadurch gibt es eine systematische Unterbelichtung all dessen, was zwischen diesen beiden Polen liegt. Ob man das jetzt den informellen Sektor nennt, ja, die Familienarbeit, die Eigenarbeit, die Nachbarschaftshilfe, das soziale Engagement, das kulturelle Wirken und so weiter, all die Dinge, die sich nicht im Bruttoinlandsprodukt niederschlagen, aber für unser Leben sehr, sehr wichtig sind, gehören dazu. Manche sprechen auch jetzt seit einigen Jahren von der Care-Economy, der Ökonomie des Sorgens oder von der Ökonomie, dazu komme ich gleich, der Gemeinschaftsgüter. Jedenfalls braucht man dafür Kooperation und nicht diese Dichotomie, hier ist der freie Markt, da ist der dirigistische Staat und es gilt den Markt sozusagen vor allzu viel, was man ja durchaus plausibel in manchen Bereichen argumentieren kann, staatlicher Regulierung zu schützen, aber die ganze Sphäre dazwischen kommt nicht in den Blick. Und ich glaube, wenn wir über Klimapolitik reden, ist diese Dazwischensphäre sehr, sehr wichtig. Der nächste Punkt, den ich sehe, der es der Ökonomie schwer macht, das Problem realistisch zu erfassen, ist, dass sich das Gemeinwohl ergibt quasi als Summe der individuellen Nutzenmaximierung. Ich komme gleich nochmal auf den Homo economicus zurück, den viel zitierten, aber in Ökonomenkreisen traut man sich schon gar nicht mehr so profan mit dem Thema sich auseinanderzusetzen, aber ich werde doch nochmal darauf zurückkommen. Es geht also quasi von einem Bild aus, was umgangssprachlich gerne ironisch so zusammengefasst wird, wenn jeder an sich selber denkt, ist an alle gedacht. Ganz so ist es in der ökonomischen Theorie nicht, aber der Grundangang ist doch derjenige, dass sich das Gemeinwohl nicht definieren lässt, sondern sich ergibt aus der Summe der individuellen Nutzenmaximierung. Auch das
erschwert es der Ökonomie, das Klimaproblem realistisch zu fassen. Auf die Spitze getrieben hat es dann allerdings ein Zeitgenosse von Adam Smith, Bernard de Mandeville, der das berühmte Buch geschrieben hat, Die Fabel der Bienen, in dem er die These vertritt, es sind nicht die Tugenden, die uns ökonomisch weiterbringen, also die Solidarität, die Nächstenliebe, die Bereitschaft zum Teilen oder die Mäßigung, Temperantia, sondern die Laster, die Gier, der Geiz, der Neid. Das bringt uns weiter ökonomisch. Heute würde man sagen, der Wettbewerb, ja, etwas profan. Und der Wettbewerb hat ja auch seine Vorzüge, das kann man ja gar nicht in Abrede stellen, aber diese Verabsolutierung, wobei bis heute nicht klar ist, ob Mandeville das als ironische Angelegenheit gemeint hat oder tatsächlich als Politikempfehlung. Jedenfalls diese Thematik sehe ich auch, dass uns praktisch, wenn wir kooperativ und sozial sein wollen oder sollen, auf der anderen Seite eine Welt gegenübersteht, in der wir ganz anders sein sollen. Und dieses, du sprachst eben von Leiden an den Verhältnissen, diese Spannung spüren viele Menschen. Wenn es ihnen auf der einen Seite Solidarität und Gemeinsinn abverlangt wird, rhetorisch oft von Politikern, dass aber quasi im Felde der Ökonomie ganz andere Tugenden, in Gänsefüßchen, erwartet werden, die eigentlich Laster sind. So, und der letzte Punkt, den ich hier nennen möchte, das mag wie eine Spezialdebatte klingen, ist aber auch eine sehr relevante Debatte, nämlich die Frage, wie messen wir eigentlich unseren Wohlstand? Ja, wir haben heute einen zentralen Messindikator, das ist das Bruttoinlandsprodukt, oder genauer gesagt das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Und wenn das wächst, dann geht es uns besser, wenn es konstant bleibt, dann schrumpft, geht es uns schlechter. Das ist das, die Grundwahrnehmung. Und auch da kann man wieder sagen, die Leute, die sich die Ursprungsidee ausgedacht haben, das Bruttoinlandsprodukt, für die war immer klar, es ist eine mathematische Messgröße. Aber das Problem ist eben, dazu komme ich gleich nochmal beim Homo economicus, dass eine an sich rationale Sache praktisch in den Stand eines universellen Wohlstandsindikators behoben worden ist. Und das führt eben dazu, das hatte ich eben schon den Punkt, dass viele Aktivitäten, die für unsere Existenz essentiell sind, der informelle Sektor, wie wir unser Leben ansonsten organisieren, gar nicht mehr in den Blick genommen werden. Auch das sehe ich als Problem. Konrad hier und andere haben, als sie sich das Bruttoinlandsprodukt ausgedacht haben als Messgröße in den 20er, 30er Jahren, mit Sicherheit nicht gedacht, dass es eines Tages so kommen wird, dass es allabendlich in den Nachrichten darüber berichtet wird, wie sich das Bruttoinlandsprodukt entwickelt, sondern es war einfach eine Größe, die Wirtschaft, Wirtschaftsaktivität, die Summe der, der Produkte und Dienstleistungen abgebildet. Das werden Sie im Studium, jedes Mal die Bachelor-Kandidatinnen und Kandidaten noch lernen, Y gleich C plus S, wobei S gleich I, plus G, plus X minus M, das ist das Bruttoinland. Und da hängt alles dran, unser ganzes Glück. Wir wissen alle, dass es nicht stimmt. Ja. So, das ist eine weitere Figur, die ich sehe, ohne jetzt das zu trivialisieren. Jetzt komme ich zum letzten Schaubildchen. Davon habe ich jetzt mittlerweile vieles schon gedacht, deswegen verzichte ich da nochmal ins Detail zu gehen. Die Hauptfigur, die immer wieder angegriffen wird von Kritikern der Mainstream-Ökonomik, ist der sogenannte Homo economicus. Eigentlich müsste man sprechen vom rationalen Agenten, wenn man streng wissenschaftlich argumentieren wollte, oder vom Nutzenmaximierer. Also ein ausschließlich von wirtschaftlicher Zweckmäßigkeit geleiteter Mensch, der seinen Nutzen stets maximieren will. Und auch da wieder ist es so, würde ich sagen, die Grundfigur in einem bestimmten, in einer bestimmten Modellbetrachtung, dass Menschen dazu neigen, ihren Nutzen zu mehren, ist ja durchaus plausibel. Das Problem liegt aber darin, dass eine unter bestimmten Modellbedingungen vielleicht realistischerweise angenommene Figur erhoben wird in den Stand eines realen Subjekts, ja, dass wir alle so sind. Und auch das betrachte ich als großes Problem, das korrespondiert mit der Rational Choice Theorie, also der Theorie der rationalen Erwartungen, wo das rationale Verhalten auch gleichgesetzt wird mit nutzenmaximierendem Verhalten. Zu nennen wäre für mich auch die Ignoranz oder das weitgehende Ignorieren
von Machtasymmetrien. Natürlich, bestimmte Wettbewerbstheoretiker beschäftigen sich mit der Gefahr von Monopolen oder Oligopolen, gerade die Freiburger Schule. Aber von der Tendenz her wird immer davon ausgegangen, dass es in den ökonomischen Modellen vollständige Information und vollständigen Wettbewerb gibt. Und wir wissen, dass beides nicht der Fall ist. Mit so einer Grundherangehensweise können Sie solche Phänomene wie Lobbyismus, Politikbeeinflussung durch ökonomische Macht und so weiter alle nicht erklären. Ja, und das ist sehr, sehr häufig der Fall, wenn man einen Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage zuhört, dann wird immer von einer, wie auch immer gearteten, idealen Modellwelt ausgegangen, obwohl es in der realen Welt natürlich solche Dinge gibt, wie Lobbyismus, wie strukturelle Korruption, wie Machtasymmetrien, ganz einfach, dass ich anderen Marktteilnehmern meinen Willen aufzwingen kann. Also auch das finde ich problematisch. Dann das Thema von uns beiden, Stefan, die Frage der Diskontierung. Ich sprach eben über die Diskontierung, wenn Sie Investitionen über die Zeit sich anschauen, wie weit in die Zukunft tragen, dann müssen Sie in der Logik der herrschenden Ökonomie abdiskontieren. Wenn Sie wirklich daran glauben, dass zu jedem Zeitpunkt jede Generation und jeder Mensch die gleichen Rechte hätte, dann müssten Sie eigentlich von einem Diskontsatz Null ausgehen. Im Moment sind wir natürlich bei der realen Zinsthematik relativ nah dran, möchte ich sagen. Aber die Realität ist natürlich, dass bei öffentlichen Investitionen mit ganz anderen Diskontsätzen gerechnet wird und dass das quasi dazu führt, dass es immer ein tendenzielles Prä von Gegenwartsinteressen gegenüber Zukunftsbelangen und der Klimaschutz, die intergenerative Gerechtigkeit, die Nachhaltigkeit sind natürlich ganz klar Zukunftsinteressen. So, und dann komme ich zu einem Punkt, der für mich wirklich sehr essentiell ist. Sehr, sehr essentiell, mit dem ich mich auch intensiv beschäftigt habe, obwohl ich mich mit Spieltheorie nicht so lange befasst habe. Die Ökonomie spricht immer, oder sagen wir es mal allgemein, sie hat eine Präferenz von kompetitiven, also wettbewerbsorientierten Herangehensweisen gegenüber kooperativen Herangehensweisen. Sie glaubt, dass der Wettbewerb besser ist als die Vereinbarung. Und das heißt dann das Free-Rider-Problem, das Trittbrettfahrerverhalten. Eben weil wir alle, Stichwort Homo economicus, Stichwort Rational Choice, dazu neigen, nur unseren eigenen Nutzen vor Augen zu haben, neigen wir auch dazu, die anderen übers Ohr zu hauen, wenn sie es uns denn ermöglichen. Und das führt zum Beispiel, diese Kooperationsaversion führt zum Beispiel zu einer ganz großen Skepsis vieler Ökonominnen und Ökonomen gegenüber internationalen Vereinbarungen und so weiter. Oder gar, nee, man müsste es andersrum sagen, gegenüber Vorreiteraktionen. Warum soll ich eine Vorreiterrolle einnehmen beim Klimaschutz, wenn die anderen noch nicht nachziehen? Dann reduziere ich die Emissionen bei mir zu Hause und investiere in Investitionen. Wenn der andere das aber nicht macht, dann verschafft er sich möglicherweise einen Wettbewerbsvorteil. Das ist die reine Figur von Donald Trump. Oder was nützt es, wenn ich das mache und andere machen es nicht? Dann ist doch dem Gesamtsystem gar nicht gedient. Und deswegen muss alles genau fest geregelt werden, dann können wir es machen. Aber solche Sachen wie Vorreiterrollen und so, das machen wir besser nicht. Während ich sagen würde, dazu komme ich gleich noch, dass es auch sowas gibt wie First Mover Advantages. Also wer bei bestimmten Technologien besonders weit vorne ist, hat dann später auch Wettbewerbsvorteile. Und insofern würde ich sagen, diese